Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben zuletzt hier einige Trin... Das war auch schlau, ne? Ich sollte doch die blöde Axt werfen. Das war ja gar nicht nah genug dran, um da einfach so hinzuspringen. Oh, können wir auch noch da aufs Dach? Waren wir da schon? Können wir da hin? Na, vielleicht eh von der anderen Seite, ne? Nee, Quatsch. Wir sind ja da gerade gewesen. Stimmt. Warte. Gehen wir nochmal hier eben die Treppe hoch. So. Genau. So, und jetzt sollen wir da hin und die Axt werfen. So, sehr schön. Springen wir da hin. Und klettern hoch. Wunderbar. Haben wir hier noch ein Netz? Das nehmen wir noch mit. Ich baue noch ein paar Munipfeile. Ist aber noch voll. Ist alles noch. Die auch. Die auch. Okay, alle noch voll. Ein paar Giftpfeile. Ein paar Giftpfeile könnte man ja echt nochmal schießen, ne? Zu viel. Ich bin fast an der Kathedrale. Weißt du irgendwas, das mir hilft, den Atlas zu finden? Nur die Geschichten unserer Ältesten. Wir betreten sie nicht mehr. Es heißt, es gab Archive tief unten, die man durch Tunnel aus der Haupthalle erreicht. Aber mehr weiß ich nicht. Dann sind die mein Ziel. Sei vorsichtig. Trinity ist schon drin. Und es kommen noch mehr von ihnen. Okay. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Rüstung des Glaubens. Entschuldigung, jetzt musste ich mal husten. Tagebuch des Widerstands. Sie können nicht ewig kämpfen. Jeder neue Angreifer schwächt sie für den nächsten. Eine unmögliche Aufgabe. Ja, mal gucken, wie unmöglich es auch für uns wird. Da ist ein Lager. Wir haben ein Lager gefunden. Und wir haben sogar einen Fähigkeitspunkt. Und Waffen-Upgrades. Sehr schön. Gut, dann, ja. Gewehr ist immer gut. Maschinenpistole. Die machen wir mal. Die motzen wir jetzt mal auf. Poliertes Magazin. Aufgrund der reibungslosen Ladens aus einem polierten Magazin wird das Nachladetempo erhöht. Oder Schnellabzug hochempfindliche Auslösermodifikationen erhöhen die Schussfrequenz. Oder Mündungsbremse leitet die beim Feuern freigesetzten Gase ab, um den Rückstoß und das ungewollte Anheben des Laufs zu reduzieren. Anwendbar bei allen Gewehren. ich bleib mal beim polierten Magazin. Ne? So. Können wir aber auch noch die Pumpgun ein bisschen aufmotzen. Aufgeweiteter Lauf. Der größere Laufdurchmesser bietet Geschossen mehr Raum und bewirkt so zusätzlichen Schaden, anwendbar bei Anschrotflieger. Ja, ist auch schön. Alles besser machen. Sehr schön. Ja, das ist in Ordnung. Dann werde ich jetzt nochmal die Fähigkeitspunkte verbessern. Selbstverständlich. Ja, eigentlich könnten wir sogar beim Kämpfer bleiben. Aber ich nehme mal den Überlebenden. Munitions- und Ressourcentaschen, Leichenfallen, speziell stellen Sie mit leichten, weiten Fallen her, die ein tödliches Giftgas freisetzen, wenn Sie untersucht werden. Ach, eigentlich ist das auch ganz lustig, ne? Drachenfeuerpatronen, stellen Sie brandverursachende Schrotflintenpatronen her, die für Chaos sorgen, indem Sie Feinde in Brand setzen oder brennbare Objekte entzünden. Ja, das nehme ich mal. Das klingt gut. Gerade wenn wir jetzt ein bisschen mehr rumballern. No? Achso, was war das eigentlich für ein Lager? Das schaue ich mir im Hinterher anschauen, wo wir eigentlich sind. Lass ich mal so bleiben. Ja, dich habe ich schon entdeckt, meine liebe Katze.
Scheiße. Kommt die denn her? Dann Giftpfeile, ne? Komm, wir sind schneller. Oh, das war knapp. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Aha, ich hab dich schon entdeckt. Das war sehr knapp. Aber war auch irgendwie sehr cool gerade vor dem Puma-Vieh zu abzuhauen. Ja, das ist okay. Das machen wir gerne, ne? Kommt die wieder, die Katze? Tatsächlich! Du bist ja mutig. Und ich habe ein Problem. Ich habe nämlich keine Pfeile mehr. Witzig! Witzig! Kannst du mal die Pfeile ändern? Genau. Können wir das Vieh mal in Brand setzen? Wo ist sie denn? Und was ist das da hinten? Achso, das ist einfach nur ein... Das ist ein totes Reh, das ist ein Nest. Hä, der kommt jetzt immer wieder, ne? Oh Mann, oh! Doch nicht. Ist das Scheißvieh? Jetzt verbringe ich den ganzen Part mit nichts anderem als diesen blöden... Ist das überhaupt ein Puma? Das ist ein Luchs, ne? Blöde Luchs. Der blöde, blöde Luchs weiß genau, was er tut hier. Und ich kriege ihn immer nicht. Nicht mal mit der Axt töten hier. Das nervt mich langsam. Na, endlich. Daneben mit der Pistole. Kommen jetzt noch mehr? Noch mehr. Das wirkt hier fast so. Hallo? Okay, da ist es keiner. Hier lag doch irgendwo sein Reh. Da oben. Können wir auch noch mal ausnehmen. Ja, nimm das Vieh aus. Bisschen Fell. Kann nicht schaden. Und da oben ist auch noch was. Wir müssen ja erstmal alles untersuchen hier. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Guck dir mal die Lücke an. Das zerbrochene Ding. Ja, die Lücke. Untersuch sie. Sag doch was dazu. Genau, anschauen. Da ist sie zerbrochen. Ui, 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 ui. Ja. Aha, ach so. Ja. Was denn dann? Die Spitze, die muss die Bruchstelle. Dazu muss sie was sagen. Ich weiß es doch. Ey.
Bruchstelle und so. Oder hier vielleicht noch was. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Gott, dass man immer so genau sich das angucken muss, damit sie das auch wirklich versteht, was man jetzt von ihr will. Schon merkwürdig. Nein! Oh Gott. Okay. Was war das denn jetzt? Wieso hält die sich nicht fest? Vielleicht auch nur Funkstörung, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Das war ja jetzt wieder schlaui, dass sie da einfach runtergefallen ist. Gut. Was mache ich jetzt? Wo waren wir noch nicht? Hier ist wieder unser Baumstumpf. Hier ist unser Freund. Das waren nur Fußspuren, ne? Eigentlich fast ein bisschen wenig, was wir hier gefunden haben. Naja, gut. Wir machen mal weiter. Wir machen das einfach nochmal. Weh, sie hält sich nicht fest. Weil ich habe nicht losgelassen oder so. Von daher war komisch. Oh. Oh, das hat sie auch gut gemacht. Und jetzt festhalten. Sehr schön. Weil sie ist nämlich hochgeklettert. Keine Ahnung warum. Jawohl. Lautloser Kill. Kannst du den mal... Okay. Habe ich schon alles mitgenommen von dem? Ach, das ist automatisch, oder wie war das, ne? So geht das ja jetzt. Und wie mache ich von hier weiter? Kann ich da rüberspringen? Ah. Okay. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Okay, das Zeugnis dieses Apostels deutet an, dass der Prophet in Konstantinopel Bedeutung erlangte. Das war die Predigt der Apostel. Aber dass Bauern jetzt heiliger sind als die anderen, würde ich jetzt auch nicht gerade behaupten. Also, das, ja. Mag für ihn so sein. Ja. Lara, wir schaffen das, wir schaffen das. Links, rechts gucken. Irgendwas noch da. Und rüber. So. Gehe immer ein bisschen langsamer hier gerade, weil ich gerade keine Ahnung habe, wo die eigentlich alle sind. Wer hier ist. Wo. Und überhaupt. Komme ich da einfach rüber? Oh. Da hinten ist einer. Der hat uns aber irgendwie noch nicht bemerkt, ne? Kriegen wir den nicht von hier hin? Haha. Sehr schön. Mache ich ja schon gerne, ne? Oh, das ist aber auch hoch hier. Ich glaube, hier spätestens jetzt hätte er uns doch bemerkt, oder nicht? Das denke ich schon.
So, und wie wollte Madame jetzt darüber kommen? Auch mit unserer Kletterdingsbums? Mhm. Sieht so schön aus. Ein bisschen, als ob wir gerade Rapunzels Turm erklimmen. Rapunzel! Ich komme! Ja. Aha, da kann man auch hin. Ah, so. Das holen wir uns nochmal hier. Das Geheimnis. Das kleine Versteck hier. Komme ich jetzt auch wieder rüber oder habe ich Pech? Sehr schön. Ich sehe. Ja. Du siehst hier wen. Und wo kommt der auf einmal her? Da war doch vorher gar keiner. Merkwürdig. Kletter mal nochmal rum hier. Waren das Rapunzels Geliebte? Ich weiß es nicht. Und ich rede vielleicht auch einen Stuss manchmal. Wow. Wenn das nicht mal ein Sprung war. Nein! Und ich habe ihn geschafft und bin so doof und spring nochmal hoch und fall runter. Oh Mann. Aber eigentlich habe ich es geschafft, das wisst ihr. Das ist wirklich so weit. Was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche Quelle. Also da sind zwei Typen. Ach so. Aber die Firmentypen sagen. Ja. Also, halt es für dich, aber. Und weg war. Und wo ist jetzt der andere? Der hier auf einmal. Auf einmal war der da? Ich bin verwirrt. Aber behalt's für dich. So. So. So, so, so. So, so, so. Ja, den ganzen Scheiß jetzt hier nochmal, ne? Weh, ich fall runter. Ja, okay, so geht's auch. Aber das gerade eben von mir war noch cooler. Im Sprung an die Wand. Das sind die echten Tomb Raider-Schwierigkeiten. Jawohl. Sieht so geil aus hier. Leute, ihr müsst das Spiel noch spielen. Das macht echt Spaß. Die Kathedrale. Finden Sie einen Weg in die Kathedrale. Überflutetes Archiv. Na, das klingt ja toll. Noch mal runter. Okay. Wollte nur wissen, ob ich noch was übersehen habe. Dann hoch mit dir. Ob die wohl langsam damit rechnen, dass sie kommt? Also Lara? Ich meine, sie schreiben ja. Sie schreiben ja schon über sie in ihren Tagebüchern, so, ne? Sieht so geil aus. Echt Wahnsinn. Haben die echt super gemacht, finde ich, hier die Entwickler und so.
Kann man ja auch mal loben hier. Wo jetzt lang? Wo kann man denn jetzt lang? Kann ich da einfach rüber? Nö. Sollen wir uns hier runterlassen? Ach so. Taktische Unterstützung. Wo soll ich denn lang? An die Wand? Ich bin doch von da gekommen. Wo soll ich lang? Da soll ich... Da oben möchte ich... Okay, nicht fallen. Aber da war ich doch. Ich möchte nach da oben. Wie komme ich nach da oben? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bin jetzt hier rauf. Kann ich mich hier mit meiner Kletteraxt irgendwo hinhangeln? Da vielleicht? Ja, okay. Nach oben? Okay. Ja, so eine Art Klettern hatten wir noch nicht. Muss man auch erstmal überlegen. Gut. Und wie brenzlig es jetzt wird. Scheiße. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Oh mein Gott, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, wir schaffen es. Bis dann.